Dass die Schweiz gerne ihren eigenen Weg geht und dabei sehr erfolgreich ist, zeigt sich nicht nur bei der Europapolitik. Dabei gibt es ein paar Dinge, die in der Schweiz ziemlich einzigartig sind und Auswanderer sowie Touristen zum Staunen bringen. 10 ausgewählte Beispiele, die die Schweiz einzigartig macht, zeige ich euch im folgenden Video. Verrückte Wege, Kühe auf die Alm zu bringen. Das unwegsame Gelände und die Abgeschiedenheit mancher Almen fordern zum Teil höchst ungewöhnliche Wege, die Kühe auf die Alm zu bringen. Oder wie im Video, in Notfällen den Rücktransport mit der Erzamat zu organisieren. Der Transport per Seilbahn oder per Boot stellt dagegen fast nichts Ungewöhnliches dar. Kein Land auf der Welt hat so viele Amtssprachen. Die Schweiz besitzt ganze 4 offizielle Amtssprachen. Fälschlicherweise wird aber oft angenommen, dass alle Schweizer diese Sprachen auch verstehen. Die meisten haben aber nur eine Muttersprache und sprechen allenfalls eine weitere Landessprache. Nur der Bundesstaat als Institution ist wirklich vielsprachig. Die Vielsprachigkeit der Schweiz begegnet einem immer wieder im Alltag. Sei es bei den mehrsprachigen Zugdurchsagen oder beim Einkaufen mit Verpackungen in 3 Sprachen. Vieles ist in Deutsch, Französisch und Italienisch angeschrieben. Rätoromanisch wird nur in Teilen des Kantons Graubünden gesprochen, begegnet einem dadurch weniger im Alltag. Deutsch bzw. Schweizerdeutsch ist die häufigste Sprache der Schweiz und trifft auf etwa 2/3 des Landes zu. Französisch wird in der Westschweiz gesprochen, Italienisch im Tessin und Teilen Graubündens. Trinkwasserqualität in allen Brunnen. Trinkwasser aus dem Wasserhahn ist nichts Besonderes, aber die Schweiz legt noch einen drauf. Wasser aus Brunnen kann ohne Bedenken getrunken werden, außer es wird explizit darauf hingewiesen, dass in einem Brunnen kein Trinkwasser fließt. Auch allgemein ist die Wasserqualität in den Seen und Flüssen sehr gut und das nicht nur in den Bergen. Die Biese. In der Schweiz gibt es mit der Biese ein einzigartiges Windsystem, welches man sonst nirgendwo auf der Welt findet. Für die Entstehung muss in Nordeuropa ein Tiefdruckgebiet und im Mittelmeerraum ein Hochdruckgebiet vorhanden sein. In der Folge entsteht der Biesenwind, welcher kalte Luft aus Nordosteuropa mitbringt und vom Bodensee durch das Mittelland über Genf bis nach Lyon in Frankreich weht. Durch das Juragebirge im Nordwesten der Schweiz wird der Windkanal zunehmend enger und die Windgeschwindigkeit immer höher. Dieser Geschwindigkeitseffekt und die Folgen sind besonders am Genfer See zu beobachten. Im Winter entsteht hier durch die Biese und Wasser sehr ungewöhnliche Eiskulpturen. Ihr kennt sicher den Effekt, wenn in der Wohnung 2 gegenüberliegende Fenster geöffnet sind und Durchzug herrscht. So kann man sich die Biese am besten vorstellen. Der kühle und vor allem starke Wind ruft einen besonders deutlichen Windchill-Effekt hervor. Die gefühlte Temperatur ist dann deutlich niedriger als die tatsächliche Temperatur. Quadratische Flagge. Die Schweiz ist schon seit jeher stolz auf ihre Unabhängigkeit und geht gern ihre eigenen Wege. Kein Wunder also, dass auch die Flagge nicht dem typischen rechteckigen Muster der meisten anderen Länder folgt. Zusammen mit dem Vatikanstaat besitzt die Schweiz die einzigen quadratischen Flaggen. Die quadratische Form ist zwar beim Volkssportfahnenschwingen sehr praktisch, aber nicht der wahre Grund. Die Form kommt aus der Schweizer Militärgeschichte. Ursprünglich war das Weiße Kreuz ein Erkennungszeichen der Soldaten. Später kam der rote Grund dazu. Die quadratische Form war für solche Militärzeichen üblich. Mit der Verfassung von 1848 wurde das Weiße Kreuz auf rotem Grund als offizielle Fahne der Schweiz festgelegt. Mit einer Ausnahme. Die Flagge zur See der Schweizer Schiffe. Diese ist rechteckig. Direkte Demokratie. Die Schweiz hat von allen Demokratien die weitest reichenden direktdemokratischen Elemente und kennt direktdemokratische Instrumente auf allen politischen Ebenen. Jedes Jahr gibt es in der Regel 4 Abstimmungssonntage, an denen meist über mehrere Vorlagen aus allen politischen Ebenen abgestimmt wird. Die Abstimmungen reichen von Entscheiden über Bauvorhaben auf Gemeindeebene bis zum Entscheid über die Erhöhung des Mindesturlaubs auf Landesebene. Dass die Entscheidungen verantwortungsbewusster als bei so manchen Politiker gefällt werden, sieht man daran, dass die besagte Abstimmung über 6 Wochen Mindesturlaub vom Volk abgelehnt wurde. Oder kennt ihr Parlamente, die gegen eine Diätenerhöhung oder mehr Urlaub für sich selbst gestimmt haben? Mehrere tausend Franken für eine Autonummer. Für niedrige und besondere Autonummern muss man in der Schweiz zum Teil sehr tief in die Tasche greifen. Fast alle Kantone verkaufen beliebte bzw. tiefe Nummern oder versteigern sie an den Meistbietenden.
Die Deutschschweizer Kantone nehmen damit pro Jahr mehr als 10 Millionen Franken ein. Ein lukratives Geschäft für die Kantone. Den Rekord bei den Autokennzeichen hält bisher die Autonummer ZG10 im Kanton Zug. Mit einem Preis von sage und schreibe 233.000 Schweizer Franken. Bei den Motorradkennzeichen ist der Rekordpreis zwar deutlich niedriger, aber mit 22.000 Franken für GR1 im Kanton Graubünden ist es immer noch ein teures Unterfangen. Aus diesem Grund werden besondere und niedrige Autonummern gern vererbt oder beim Wegzug innerhalb der Familie weitergegeben. In der Schweiz können Raser ihr Auto verlieren. Die große Blitzerdichte und die hohen Verkehrsbußen der Schweiz haben sich mittlerweile bis ins Ausland rumgesprochen. Notorischen Rasern oder in Fällen extremer Geschwindigkeitsüberschreitung drohen dem Fahrer mittlerweile neben Führerausweisentzug, Freiheitsstrafen oder auch die Beschlagnahme des Autos. Das kann sogar so weit führen, dass das Auto verwertet oder vernichtet wird. Sehr schmerzhaft für die meisten Autoliebhaber. Dass das Rasergesetz kein Spaß ist und auch umgesetzt wird, hat die Schweiz auch schon mehrfach bewiesen. Besonders große und schön gestaltete Kreisverkehre. Die Schweiz ist ein Land der Kreisverkehre, liebevoll auch Kreisel genannt. Nicht nur die Häufigkeit ist beeindruckend, sondern auch zum Teil die Größe und ihre Gestaltung. Auf Autobahnen findet man sogar Kreisel mit einem Durchmesser von 450 Metern. Ein besonders großer Kreisverkehr ist der Kreisel Betzolz bei Hinwil, der die Autobahn A52 mit der A53 verbindet. Dieser Kreisverkehr hat einen Umfang von sage und schreibe 1,5 Kilometer. In der Mitte des Kreisverkehrs ist ein Verkehrsübungsplatz des TCS eingerichtet. Nur wenige Kreisel in der Schweiz sind schlichte grüne Raseninseln oder runde Hügel aus Granulat. Oft werden die freien Flächen außerordentlich schön mit Pflanzen, Kunst oder mit Bezug zum lokalen Gewerbe gestaltet. Wer bei der nächsten Fahrt im Schweizer Kreisel auch auf die Gestaltung achtet, kann dabei wahre Kunstwerke entdecken. Ungewöhnliche Automaten. In der Schweiz gibt es zum Teil sehr spezielle Automaten, die auch außerhalb der Öffnungszeiten die ausgefallensten Wünsche erfüllen. Milch- und Eierautomaten sind hier schon nichts Besonderes mehr. Neben den bekannten Automaten gibt es aber auch ein paar sehr skurrile, die nicht allzu oft anzutreffen sind. Aber wer sie kennt, ist rund um die Uhr gewappnet. Lust auf ein leckeres Rindstartar? Auch dafür gibt es den passenden Automaten. Der Automat hat neben Rindstartar auch die passende Soße und Toastbrot zur Auswahl. Für Angler, die kurzfristig fischen gehen möchten, gibt es den perfekten Automaten. Der Köderautomat bietet neben Haken auch lebendige Fleisch- und Bienenmaden an. Was sich für Laien nicht besonders appetitlich anhört, gehört für Angler einfach dazu und rettet so den spontanen Sonntagsausflug. Für Fahrradfahrer gibt es einen Automaten, der einen trotz Platten und geschlossenen Läden die Tour retten wird. An dem Automaten gibt es Fahrradschläuche in allen möglichen Größen. Da ist wohl jeder Zweiradfreund froh um dieses Angebot, damit der Ausflug nicht noch ins Wasser fällt. Wem nicht die Luft, sondern das Licht ausgeht, dem hilft der Sicherungs- und Glühbirnenautomat. Stell dir vor, es ist Samstagabend, die Sicherung geht kaputt und es ist kein Ersatz zur Hand. Man könnte jetzt natürlich auch Kerzen aufstellen und bis Montag warten, um sich eine neue Sicherung zu kaufen. Oder man kennt den nächstgelegenen Sicherungsautomaten. Auch in gewöhnlichen Automaten verbergen sich für Nicht-Schweizer sonderbare Artikel. Dazu gehören zum Beispiel Cannabis-Eistee und Champagner. Mehr Informationen zu den hier gezeigten Automaten findet ihr in der Videobeschreibung. Kennt ihr noch weitere Einzigartigkeiten in der Schweiz? Dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ciao zusammen und bis zu meinem nächsten Video.